figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Ich schulde dir was für deine Hilfe neulich. Da ich deine Fähigkeiten kenne, hoffe ich, du hilfst mir womöglich erneut. Ich hatte Ärger mit einigen Banditen und du hast mich gerettet, weißt du noch? Tut mir leid, dich so zu überfallen, aber ich konnte dich einfach nicht vergessen. Bei einer meiner 100 Pilgerreisen will ich den Nanzenji-Tempel besuchen. Doch neuerdings haben sich dort wohl Schläger breit gemacht. Das bereitet natürlich nicht nur mir Probleme. Sie drangsalieren jeden, der sich auf dem Grundstück aufhält. Egal ob Pilger oder Tempeldiener. Hilfst du mir, die Schurken aus dem Tempel zu jagen? Ich muss einfach meine 100 Pilgerreisen beenden. Unbedingt. Vielen Dank. Also dann, nutzen wir die Gunst der Stunde und erledigen es besser sofort. Ja. Machen wir doch glatt. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rise of the Runen. Ich weiß jetzt auch, warum ich offline nicht spielen konnte, weil ich meinem Kollegen, ihr kennt es vielleicht, wenn jetzt hier geht, Benutzerkonten hier, wenn einer eure Daten hat, könnt ihr ihm das überlassen, Konsolefreigabe und Offline-Spiel, so kann er eure Spiele spielen, obwohl er diese gar nicht besitzt. Und ja, das habe ich ihm bis jetzt zur Verfügung gestellt, musste es jetzt aber leider zum Beispiel für Rise of the Runen wieder zurücknehmen, weil, naja, die Lizenz nicht offiziell bei mir wäre. Laut zumindest der PS5 oder beispielsweise laut Sony. Ja. Und es hat auch keine Auswirkungen im Übrigen. Ist das nicht wunderschön? Es heißt, sogar der legendäre Meisterdieb Goemon sei bei diesem Anblick sprachlos gewesen. Aha. Ich nicht. Aber gut, ihr könnt nichts verlieren, auch wenn ihr eurem Kollegen die Daten gebt, ne, weil ihr habt ja nicht offiziell Geld drauf, dann bei ihm, ne. Ich glaube, wenn er sich bei eurem Konto anmeldet, hat er nicht das Geld drauf, oder doch müsste er eigentlich. Aber ich habe sowieso eigentlich nie Geld drauf auf meinem Konto, aber er kann halt bei mir auf Konto drauf gehen und dann auf seinem Konto die Spiele runterladen, ne? Und kann sich dann halt so das Ganze gönnen. Aber ihr müsst es wirklich bei jemandem machen, dem ihr vertraut, ne? Habe ich auch so gemacht, weil ich habe seinen Account auch gehabt. No, so ist es nicht. Da sind sie. Aber da ich 90% mehr habe. Au. Hallo. Das war schon. Ja, wie gesagt, da ich 90% der Spiele eigentlich habe, die er auch hat, ne, ich müsste mir nur ein, zwei Spiele mehr kaufen, dann hätte, oder sagen wir 10 Stück, dann hätte ich genau gleich, also die genau gleichen sogar noch mehr. Also ich habe eher Minus gemacht an der Stelle. Aber egal, ich teile gerne mit Freunden. Mit irgendjemandem so aus der Community würde ich das jetzt nicht machen, außer
ich lerne ihn wirklich gut kennen und so weiter. Weil dem, den ich das gegeben habe, ist auch aus dem Internet gewesen. Und ich habe noch heute Kontakt zu ihm, aber ja, er ist ein bisschen ein unruhiger Typ, sag ich mal so. Der hat schon seine PS5 verkauft und so weiter. Gut, wir haben wohl die ganze Bande erledigt. Na dann, sollen wir jetzt beten? Ich werde jetzt beten gehen. Hey, du darfst mich gern begleiten, wenn du willst. Okay. Habe ich überhaupt beten? Dank dir kann ich meine Pilgerreise endlich fortsetzen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Oh, sagte ich das nicht? Meine Frau ist Japanerin, weißt du? Und sie ist gerade schwanger. Als guter Ehemann fragte ich sie, ob es etwas gäbe, das ich für die beiden tun könnte. Und sie erzählte mir von den 100 Pilgerreisen. Wofür hast du eigentlich beim Tempel gebetet? Wenn ich dich das mal einfach so fragen darf. Ah, sicher. Wie wir alle hast auch du Menschen, die dir wichtig sind. Ich werde dafür beten, dass dein Gebet erhört wird. Nun ja, ich sollte so langsam mal gehen. Ich kann dir nicht genug für alles danken. Lebe wohl und pass gut auf dich auf. Ich konnte halt durch die Faktenlage, die wir hatten, schlecht lügen, weil wir haben ja erst erfahren, dass er ein Kind hat, als er es uns gerade gesagt hat. Wäre ein bisschen awkward geworden. Und was läuft hier? Für eine Scheiße. Hey, du da! Kannst du mir vielleicht helfen? Komm drauf an. Sieh an, wie schön dich hier zu sehen. Mir kam gerade ein Gerücht zu Ohren. Willst du es hören? Mir kommt es so vor, als hätte ich jedes Gerücht gehört, das in Edo die Runde macht. Also bin ich nach Kyoto, einer Stadt, in der einfach alles möglich sein soll. Ich dachte mir schon, dass wir uns wiedersehen würden. Und jetzt bist du hier, in Kyoto. Was für ein schöner Zufall, hm? Wie dem auch sei, ich habe hier ein paar nette Informationen für dich. Hör zu. Ein paar Banditen haben wohl ihr Lager beim Shinsenen.
Und ihr Anführer soll ein etwas unheimliches Schwert haben. Doch jetzt kommt's. Es soll angeblich das verfluchte Katana Muramasa sein. Um dem Gerücht auf den Grund zu gehen, muss ich das Schwert selbst sehen. Könntest du dich vielleicht um den Banditenanführer kümmern und mir das Schwert bringen? Du hast noch nie davon gehört? Das Muramasa soll ein verfluchtes Katana sein, das dem Tokugawa-Clan schon lange schreckliches Unglück bringt. Wunderbar. Angeblich sucht sogar der Shogun nach dem Muramasa. Wir müssen uns also beeilen, wenn wir es selbst in die Hände kriegen wollen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, das zu behalten, behalte ich das Ding. Wie das Kitetsu, oder wie hieß das Schwert von Kushina? Ich bin ja mal gespannt. Warum diese Horrormucke? Aha. Ich will mehr Blut. Okay. Naja, ein schlechter Kämpfer wird auch mit einer sehr guten Klinge nicht besser. Tut mir leid. An der Stelle. Oh wow. Wir müssen noch einiges lernen, Freunde. Also dieses seltsame Gespann, das nach dem Muramasa sucht. Der Mann hat einfach überall Augen und Ohren. Er muss uns verfolgt haben. Sag mal, ist das seltsame Schwert da etwa das Muramasa? Ja, es ist in der Tat seltsam. Wir nehmen das Muramasa an uns. Rückt es raus! Nein. Wie könnt ihr es wagen, euch dem Shogun zu widersetzen? Wachen! Festnehmen! Ihr könnt nicht damit umgehen. Huh!
gegriffen hat. Es muss das Schwert gewesen sein. So oder so, du bist wirklich was Besonderes. Falls du weitere spannende Aufgaben zu erledigen hast, bin ich gerne dabei. Und ich habe das Ding so aufgewertet. Nee, hä? Ich habe da einfach ein stärkeres gefunden. Hä? Das Ding ist sogar noch besser, leider. Ich gehe jetzt mal zurück. Und muss mal kurz über meine Schwerter drüber. Willkommen zurück. Hi. Entwerfen. Waffe, Primärwaffe, Katana. Jetzt habe ich zurzeit das Ding dran. Das sieht so geil aus. Hätte ich das jetzt ihnen gegeben, hätte ich das in diesem Run nicht bekommen. Mhm. Keine Ahnung. So. Hätten wir. Dann geht. Und tschüss. Nächster. Dann gehen wir jetzt noch hier rauf. Mit schlechten Geschäften. Mhm. Gehen wir dahin. Straightforward. Mhm. Sehr schön. Nehmen wir an, aber instant. Sieht das geil aus, das Schwert. Komm mal her, ja? Hast du gesagt? Nee. Ich dachte, ich hätte welchen, aber ich hab ihn wohl schon ausgetrunken. Was ziehst du hier ab? Oh, das ist wundervoll. Danke. Ja, bitte. Ach ja, scheiße. Hätte ich gar nicht machen müssen, weil wir auf Stufe 3 waren. Hier hätte ich es gebraucht. Aber gut. Jetzt ist der wieder da. Oh, du bist es. Mhm. Danke nochmal für deine Hilfe. Jo, kein Problem. Seit einiger Zeit sorgen Banditen für Ärger in meinem Laden und verschrecken die Kunden. Ich habe gehört, dass mein Rivale sie dafür bezahlt, aber mir fehlen Beweise. Mhm. Oh, du hast eine Kamera, oder? Das ist perfekt. Einfach perfekt. Würdest du ein Foto für mich machen?
von meinem Rivalen, wie er den Schurken das Geld gibt. Boah, wenn ich schaffe. Sehr schön. Es wird sich für dich lohnen, versprochen. Also dann. Angeblich treffen sie sich auf einem Anwesen im Osten. Erst vor kurzem habe ich dort einige zwielichtige Gestalten gesehen. Ich vermute, sie treffen sich heute Nacht wieder. Mhm. Hallo? Schon dumm, ne? Da wird jetzt gar niemand mehr irgendwas sagen. Ich hab die alle getötet. Sorry about that. Aber ich hab gar keinen Bock mehr auf Frieden. Sag nichts. Du hast den Abschaum also entsorgt? Tja, dass du so gründlich bist, hätte ich nicht gedacht. Danke! Wenn du einen meiner Händler triffst, solltest du mit ihm reden. Ich sorge dafür, dass sie eingedeckt sind. Level 52. Nice try. Sochi Okita. Mibudera-Tempel. Nehmen wir doch direkt mal mit. Was willst du? Ich traue dir noch nicht. Wenn du noch etwas zu sagen hast. Mal schauen. In Ordnung. Du hast vielleicht Nerven. Ich weiß. Wenn ich nur daran denke, was du getan hast, kann ich es kaum ertragen, dich anzusehen. Was willst du? Mach schnell. Na dann.
Mhm. Warte mal. Du wagst es herzukommen? Ja. Wie du siehst. Ach, du hast ja Nerven, hier aufzutauchen. Ach, na gut. Verstehe. Du brauchst Hilfe. Wie kannst du es wagen, hier nach unserem Kampf so selbstverständlich aufzutauchen? Hi. Wenn du etwas zu sagen hast, dann nur raus damit. So, den hätte ich auch. Verstanden. Ryo Narasaki, Bindungsbonus. Dann haben wir hier. Ey, kann ich irgendwo in ein Dojo gehen oder so? Ich glaube, ich muss kurz zum Langhaus. Sonst wird das heute nichts mehr. Ne? Wir haben zwar schon wieder 27 Minuten, aber... Ah, du bist es. Du bist nicht der Rede wert. Fraktion ändern. Indem du die Ronin-Mission einen Riss innerhalb des Roshigumi erneut versuchst, kannst du jetzt deine Fraktion wechseln. Wenn du deine Fraktion wechselst, wird sich deine Loyalität ändern und die bestimmten Gebieten erscheinen andere Gegner. Aha. Ich muss kurz nach Edo, weil sonst läuft der Hase nicht. Ja, ich muss jetzt versuchen, dort irgendwie darüber ins Dojo zu kommen. Ja, zumindest hier ist eins. Danke für... Ja, gerne, gerne. Ich höre dir. Sehr schön. Da haben wir noch einen. Greif mich an. Trau dich ruhig. Mhm. Au. Ja, super. Geil. Greif mich an. Dann machen wir es halt auf die alte Methode. Also alle mit geschossen sind einfach nur behindert.
Okay. Langsam wird es Zeit, ernst. Naja, was soll ich tun? Kann ja nicht anders. Meister, schön unzertrennlich. Kann ich das nochmal machen? Mich an. Trau dich ruhig. Was drauf. Tja. Wow. Und mehr geht nicht. Du kannst einmalig das Ganze erhöhen, mehr nicht. Ja, weil ich offline spiele, kann ich die Punktezahl nicht erhöhen. Alles gut. Komm, fangen wir an. Ey, also bei aller Liebe, Bro. Komm, fangen wir an. Komm. Ein starker Wille allein bezwingt mich nicht. Verdammt, jetzt muss ich mein gesamtes Training überdenken. Ja, musst du auch. Schwächling. Jetzt schmeckt ihr meine Klinge. Mhm. Schmeckt ihr meine Klinge? So einfach gebe ich mich nicht geschlagen. Oh ja. Oh ja, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Da oben habe ich jetzt eigentlich alles, ne? Jetzt ist lustig. Und der ist wieder mit. Scheiße, wa? Dann hier noch. Wie viele gibt es eigentlich hier? Dann habe ich da noch die zwei. Okay. Die zwei behalten wir uns für den nächsten Part auf. Der kommt jetzt noch dran. Schon dumm, ne? Im Feisten kommst du halt nicht weit. Absolut zerberstet habe ich den. Den, der könnte eventuell noch gehen. Ich schlage dich zu Brei! Interessant. Oh Gott, nee. Das ist Katastrophe. Das war schön. Das war wirklich schön. Yeah.
nichts. So. Es kommt halt auf die Gesamtwertung an. No. Mal gucken. Ah, scheiße. Machen wir es nochmal, weil wir es können. Schlage dich zu Brei! Besser als vorher. Und dann geht's jetzt weiter mit dem Typen da. Scheiße. Ich schlage dich zu Brei. Oh wow. Ich schlage dich zu Brei. Das habe ich vorhin doch auch schon gedacht. Ich bin völlig am Ende. Der ist immer easier zu besiegen. Was für ein Waschlappen. Ja.
war der zweite. Jetzt kommt noch Mr. Fatty Bombastic. Aber ich wette, ich habe sie dann nicht geschafft wegen ihm. Ja. Also die ersten beiden kann ich mit ja. Kann schon wieder von neu anfangen. Das ist richtig beschissen. Warum habe ich nur noch 3 Heilungen? Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich schlage dich zu Brei. Ah,
Habe ich eigentlich auch gerade gedacht. Guck dir meine Lebensleiste an, guck dir deine an. So, nächster. Ich komme mir vor wie bei Sekiro. Wow. Ich kann jetzt schon wieder aufhören. Ich schlage dich zu Brei. Ich bin völlig am Ende. Immer noch. Gut. Dann kommt jetzt der nächste. Ja, sauber. So. Und jetzt noch ihn hier. Macht scheiße viel Schaden. Danke. Und das war der Meisterbonus. Das nächste Mal hier, traditionelle Daruma, okay. Aber da sind 4 Gegner. Wollen wir es mal austesten? Wie das ausgehen kann. Und wieder der. Oh!
So. Und das mit Minus Ding. Das ist ziemlich disgusting. Aua. Oh wow. Immerhin noch im weißen Bereich, das ist sehr schön. Ich hasse die Sumos. Ich zeige euch, wie das geht. Die Mühe wird sich wert. Oh, nee, oder? Ja, das muss ich noch mal lernen. Also ich will mindestens alle mal besiegt haben. Wie gut ich dabei abschneide. Das war ja zu easy so. Kommt jetzt die nächste Scheiße? Wie sieht's bei dem aus? Ja, neutral. Und tschüss. Jetzt komme ich nicht mal über den hinaus. Okay. Also den ersten kann ich ja so flach machen, aber...
Hey, ich komme gegen den so nicht an. Schlecht. Ganz und gar nicht. Mhm. Also dann, auf einen fairen Kampf. Heute habe ich auf jeden Fall einiges gelernt.
Ja, aber das ist noch lange kein Meisterrang. Ja. Also, meine Freunde, das war's von mir für euch. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tödelö. Figure it out. I'll make it look like I'm losing.